Die sind ja richtig stark. Okay. Okay, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Das Witzige ist, ich habe den nur auf Stufe 3. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, liebe Freunde, möchte ich testen, welcher Ninja-Affe am stärksten ist. Entweder unsere Klebebombe, entweder unsere Blumensabotage, entweder unser Blumenjitsu. Und da möchte ich das einfach mal testen, wie stark die generell untereinander sind. Ich weiß, ihr seht das jetzt hier selbst. Echt auch wegen meiner Cam. Ich habe das noch nicht freigeschaltet, weil ich noch gar nicht so weit gekommen bin. Mein Großsaboteur auch nicht, mein Meisterbomber genauso nicht. Aber das ist alles halb so wild. Und das würde ich gerne mal mit euch testen. Und deswegen werden wir jetzt hier einmal. Ja, was machen wir denn hier? Einen Moment, ich habe eine Idee. Wir werden hier am besten mal hier spielen. Und Moment mal, ich will ja was ganz anderes ausprobieren. Und zwar möchte ich in den Trainingsmodus. Moment, Moment, Moment. Ich möchte in den Trainingsmodus. Zack. Zack. So, Sandkasten natürlich. Das ging mir sehr, 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 sehr oft durch den Kopf, liebe Freunde. Ja, welcher von diesen Ninja-Affen, die wir hier haben, übrigens finde ich auch die Map ultra geil, einfach nur deswegen, weil alles voller Schnee ist und so. Das probieren wir jetzt einfach mal, ja. Was müssen wir hier einmal voll skillen? Also es ist jetzt. Okay, stopp. Blumen hierzu haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Das müssen wir auch nochmal hier an der Stelle sagen. Deswegen werden wir das so machen, dass wir ja sozusagen Blumen hierzu trainieren. Also Blumen hierzu gucken, wie stark der generell ist, ja. Oh. Nicht schlecht. Ja. Hat was. Okay. Den lösche ich mal eben. Dann mache ich jetzt noch einen neuen. Und werde dann nur mal hier Ableckung. So, ich werde jetzt nur den. Ja, ich wollte hier eigentlich komplett ja, voll hier skillen. Also mit der Blumensabotage, wie gut der an sich ist. Den testen wir jetzt auch nochmal. Ja. Geht so. Geht so, muss ich sagen, an der Stelle. Also wirklich geht so. Da müssen wir mal gucken, wie die anderen vielleicht sind. Okay. Okay, also geht so, okay? Der geht so. Also ist jetzt nicht der Beste. Das muss man einfach nochmal sagen hier an der Stelle. Ist nicht der Beste. Ganz klar. Dann versuchen wir mal den anderen. Ha. Den super, 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 super krassen Meisterbomber. Ja. Den Meisterbomber. Der ist auch richtig gut gegen die DTs. Alter, habt ihr das gesehen? Ja, der ist gut. Der ist gut. Der hat's drauf. Der hat's auf jeden Fall drauf. Ja, der ist schon stark. Der ist echt schon stark. Also das muss man einfach mal sagen. Ich frag mich ja, wie heftig das wäre, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit ja sozusagen unsere Meisterschützen hier machen, unsere Meisterbomber machen. Vier Meisterbomber, okay? Zu Beginn. Okay, schauen wir mal an, wie gut wir sind. Ich komme gar nicht durch. Oder? Ich spamme jetzt gerade die ganze Zeit. Boah, heftig. Junge, wie krank. Alter, Falter, 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 Falter. Okay, Leute. Das geht richtig ab. Ich habe die ganze Zeit gespammt. Okay, der ist richtig stark. Der ist auf jeden Fall super, super, super stark. Gut, dann möchte ich was anderes ausprobieren. Sala. 4, 4, 4 mache ich. So, und dann scannen wir alle hier oben. Die Blunjitsu-Armee. Die sehen so geil aus. Ich frage mich ja wirklich, was euer Lieblingsaffe ist. Meine ist auf jeden Fall Blunjitsu.
Okay, probieren wir es jetzt. Alter! Wir kommen gar nicht durch. Ich drücke hier komplett, ich spam hier die ganze Zeit. Da passiert gar nichts. Wie krank. Was mit den kleinen, was mit den anderen Ballons? Jo, das ist krank. Die sind ja richtig stark. Okay. Okay, jetzt haben, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Das Witzige ist, ich habe den nur auf Stufe 3, den Blue Nietzsche. Das ist so krass eigentlich, wenn du so überlegst. Das ist voll heftig, oder? Also von allen, jetzt auch gegen DDTs, glaube ich, ich lösche jetzt alle nochmal. Ich glaube von allen, wenn man so überlegt, ist meiner Meinung nach, ist der Meisterbomber am stärksten, oder liebe Freunde? Der Meisterbomber ist am stärksten, glaube ich. Ich meine, dass er echt sehr, sehr gut ist gegen DDTs. Das werden wir jetzt auch nochmal hier testen. Weil der andere, ich meine jetzt der andere, ja, der andere hier, wenn man Ninja-Disziplin zum Beispiel skillt, da glaube ich nicht so, dass er da sehr mega gut ist. Das kann ich mir nicht so vorstellen, um ehrlich zu sein. Zack. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Skill auch echt hart ist. Der sieht auch richtig geil aus, oder? So, seid ihr bereit? Ich bin es. Los geht's, DDTs. Bin auf jeden Fall bereit, Leute. Oh. Das wollte ich gar nicht machen. Sehr schön. Aber er komplett daneben. Ja, Melek, sehr gut. Haben wir da gut hinbekommen hier. Sehr, sehr gut hinbekommen hier. Meine Güte, meine Güte. Also, das war ja komplett ein Schuss in den Ofen hier irgendwo an der Stelle. Das war ja komplett Schuss in den Ofen nochmal. Ich habe einfach alle gelöscht. Ich mache nochmal alle hier. Live dabei. Das ist voll heftig. Übrigens, falls ihr natürlich Herausforderungen, Challenges oder so habt, dann sagt mir das mal ruhig gerne und schreibt es gerne in die Kommentare. Also, mich würde mal interessieren, was ich vor allem ausprobieren soll. So, wo sind denn DDTs? Ach so, nee, ich muss woanders gucken, okay. So, DDTs müssten... Okay, das ist kein DDT. Da, ich hab DDTs, okay. Na gut, da komme ich sowieso durch, ne? Aber das muss ich mal anders machen hier, zack. Ich probier's nochmal, jetzt machen wir DDTs. Ach, das ist auch kein DDT. Hä? Was mache ich hier falsch? Ach so, ja klar, hier. Nee, das ist auch falsch. Da, DDTs. Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen? Guck mal, wie schnell er geplatzt ist, DDTs. Heftig schnell, heftig schnell. Krank. Guck, allein deswegen finde ich die so heftig stark gegen DDTs. Offen und ehrlich gestanden. Nur deswegen alleine schon. Also das muss man einfach mal hier sagen. Der Ninja-Affe hier, ja, der Meisterbomber, der ist einfach unnormal krank. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Von allen, also von den Ninja-Affen finde ich den Meisterbomber, das ist mein Lieblingsbomber. Der sieht übelst krank aus. Also ich weiß nicht, wie ihr den so findet, aber ich finde den richtig gut. So, und jetzt möchte ich auch noch was anderes testen. Und zwar habe ich vor, die jetzt mal hier so hinzuklatschen. Und möchte dann die nochmal hier auf Ablenkung skillen. Ich will mal sehen, ob die überhaupt was gegen diese DDTs was bringen. Weil die supporten sich auch gegenseitig wegen Shinobi-Taktik. Wir haben jetzt 5. Haben wir 6. So. Und jetzt gucke ich mal, wie gut der überhaupt gegen DDTs ist. So. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Ich bin es. Gar nicht, das bringt gar nichts. Ach du Kacke. Den kannst du in die Tonne hauen, Leute. Den kannst du komplett in die Tonne hauen. Ja. Alles klar, Ninja-Affe, Fazit für mich, allein nur wegen den DDTs, ist für mich der andere Standard besser, ehrlich gesagt. Also, zeige ich den jetzt mal kurz.
Also der Meisterbomber haben wir einmal. Und den Ninja. Okay. Und diese drei, ja, diese drei, also das ist für mich klar, das ist für mich fest. Die drei sind echt gut, aber am besten ist der Meisterbomber. Das steht für mich fest. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wollte euch das einfach mal zeigen. Wenn ihr wollt, dass ich irgendwas anderes noch teste und so, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich finde es einfach, der Typ ist einfach krank. Der Typ ist einfach krank. Also der Meisterbomber, der ist echt übel, Leute. Der ist echt krass. Und ja, ich bin mal gespannt, wie weit ich noch diese testen kann. Ich weiß, dass ich jetzt hier nicht komplett vollgelevelt bin, hier zum Beispiel mit dem Doppelschuss und so, ne? Also mit den Ninja, also mit dem Blue Jitsu und so, da bin ich ja nicht jetzt maximales Level, aber das werden wir bestimmt mit der Zeit irgendwie bekommen. Und ja, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen und lasst mir eine Bewertung da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video und bis dahin. Ciao.